Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut gerne in die Kommentare. Da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest zum Dienst melden, anzunehmen bei Sendrax an der Küste des Erwachens an dieser Position. Vorquest war, die Javadins sind erwacht. Quest gleich mal annehmen. Nun heißt es, bittet Sendrax, euch zum Außenposten zu führen. Dazu muss man jetzt erstmal ein bisschen warten. Jetzt kann man sie anquatschen und die Sprechblase hier anklicken. Und jetzt müsst ihr in der Nähe von Sendrax bleiben. Wenn ihr vorauslauft, dann bleibt sie stehen. Genauso, wenn ihr zurücklauft. Seht ihr? Ich dachte schon, sie bleibt jetzt nicht stehen. Wort für Effekt, aber doch. Der Legende zufolge sind die Jaradin. Genauso, wenn ihr vorauslauft. Ich glaube, ich kann jetzt nicht so schnell laufen, dass ich der entwische. Sie waren rücksichtslos und mächtig. Haben vor Urzeiten unzählige Drachen getötet. Ja, die ist ziemlich flott. Und wenn ich im Zickzack laufe, ist sie noch flotter. Die Drachen gingen und das Land ruhte. So schliefen auch die Jaradin. Army Mount Gates. Aber jetzt erwacht das Land selbst zum Leben. Jetzt bleibt sie ein bisschen stehen. Jetzt soll man sich quasi das Land anschauen. Schönes Land, ja. Und jetzt läuft sie weiter. Und schaut mal, wenn ich zu schnell bin, bleibt sie stehen. Und man kann denn die Quest nicht abgeben. Also, die Sendrax muss mitlaufen. Mögen wir der Herausforderung würdig sein. Oh, jetzt war ich wieder zu flott. Ups. Also, wenn ihr die Quest nicht abgeben könnt, schaut hinter euch, ob ihr Sendrax abgehängt habt. So. Quest ist abzugeben bei Kommandant Letanak an der Küste des Erwachens, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!